Heute gibt es 5 Fakten über Pinterest, die du unbedingt wissen musst. Der erste Fakt ist, Pinterest ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Sprich, Pinterest ist kein soziales Netzwerk, sondern eine Such- bzw. Inspirationsmaschine. Okay, der Gigant Google wird vielleicht nicht so schnell überholt werden durch Pinterest. Aber in jedem Fall hat Pinterest so Suchmaschinen wie Yahoo um Längen geschlagen. Also, was bedeutet das für dich? Nimm Pinterest SEO ernst und verwende Schlüsselwörter bzw. Keywords. Dann zweitens, was möglich ist, ist zum Beispiel eine 250.000 Webseitenklicks im Monat durch Pinterest. What, denkst du dir? Unmöglich. Aber die pinke Business Lady, Caroline Preuß, hat einen richtig tollen Talk gehalten und dabei erwähnt, dass im Dezember letzten Jahres 250.000 Webseitenbesucher auf ihrem DIY-Blog Mademoiselle hatte. Und ihre Traffic-Lieferant ist Pinterest, weil sie ist ja auch Pinterest-Expertin. Also, merke dir, Pins sind visuelle Lesezeichen und dieses visuelle Lesezeichen ist mit deiner Webseite verknüpft. Klickst du auf diesen Pin, kommst du automatisch auf die Seite und kannst mehr über das Thema erfahren. Und was bedeutet das jetzt für dich? Werde dir bewusst, dass der Pin auf deine Inhalte führt. Um auf Pinterest erfolgreich zu werden, brauchst du wertvolle Inhalte und Produkte. Aber es ist mega, weil du kannst mit geilem Content organisch wachsen auf Pinterest. Dann der dritte Punkt oder der dritte Fakt. Die Nutzerzahl auf Pinterest Deutschland sind rasant gestiegen. Auch hier wieder ein Beispiel der erfolgreichen Bloggerin Ricarda von 23 Quadratmeter Stil. Die durfte nämlich nach San Francisco reisen zur Pinterest-Konferenz und eines ihrer Fazite war: Und darum solltest du als Blogger, Content Creator oder auch als Unternehmen spätestens jetzt anfangen, Pinterest für dich zu nutzen. Sie hat auch einen Blogpost geschrieben zu diesem ganzen Thema und erzählt darin, dass Pinterest mehr als 200 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit hat und dass in Deutschland die Zahl der monatlichen aktiven Nutzer im letzten Jahr um rund 50% gestiegen sind. Okay, wenn du jetzt nicht so mit Zahlen hast, ist schon gut. Ich will nur zeigen, dass ich kein Leberkäse labre. Was bedeutet das für dich? Das ist das Einzige, was du wissen musst. Fang jetzt mit Pinterest an. Jetzt ist wirklich die beste Gelegenheit. Jetzt geht alles so steil. So. Gut. Viertens. Pinterest-Nutzer sind extrem kauffreudig. Okay, das kann ich jetzt einfach so behaupten, aber es gibt 3 Punkte, die einfach nur dafür sprechen. Erstens, in Wirklichkeit sind die Pinterest-Nutzerinnen. Etwa 70% sind Frauen. Ich glaube, dass die Männerzahl aber jetzt langsam steigt. Und wir alle wissen, shoppen, Frauen lieben shoppen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Dann zweitens, auf Pinterest gibt es die Funktion Nachshoppen mit Shop the Look. Und drittens, das ist jetzt eine Quelle, die ich habe, der durchschnittliche Bestellwert beim Online-Shopping über Pinterest liegt bei 58,95 US-Dollar. Alle Quellen und so findest du unten oder auf meinem Blog pinterestprinzessin.de. Und jetzt auch wieder, was bedeutet das für dich? Also, hast du einen Online-Shop oder möchtest deinen Blog zu einem Business machen? Dann konzentriere dich auf Pinterest-Marketing. Und jetzt noch fünftens, Pinterest-Content ist langfristig. Also diese SEO-Geschichte, was ich schon beim Punkt 1 gesagt habe.
Das Tolle an Pinterest ist, dass die Pins erst im Alter richtig cool werden. Ist halt so wie im richtigen Leben. Als Beispiel kann ich dir meinen Blog irislandschaften.ch geben. Da habe ich noch ältere Pins aus meiner Praktikumszeit in England und da erhalte ich immer noch regelmäßig Webseitenbesucher drüber und das war vor 2 Jahren. Da sind mir halt so ein paar Pflanzenpins viral gegangen. Gut, was bedeutet das für dich? Geduld zu haben. Du wirst nicht über Nacht viral. Dafür wirst du aber, wenn du regelmäßig pinst, mit Webseitenbesuchern belohnt werden. Hu, 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 hu. So, mach unbedingt an meinem Minikurs mit. Ich nenne es jetzt neu Challenge, weil klingt sexier. Das findest du unten in den Kommentaren oder auf meinem Blog. Pinterestprinzessin.de und tschüss und starte auf Pinterest durch.